Hallo, schön, dass ihr hier seid, meine kleinen Mäuse, und herzlich willkommen zum ersten Jahr im 2021. Wie geht's euch? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der Jänner ist bereits vorbei, wir haben bereits Februar und jetzt frage ich euch, wie war der Jänner bis jetzt? Das Jahr war bis jetzt eigentlich schon ziemlich crazy. Joe Biden ist Präsident geworden, die ersten Leute haben ihre Impfung bekommen und werden Corona geimpft und GameStop ist im Stockmarket drin. Es ist ein verrücktes erstes Monat. Aber jetzt frage ich euch, wie ist es bei euch passiert? Was hat sich bei euch im ersten Monat Großes getan? Vielleicht gar nicht so viel oder vielleicht schon sehr viel. Und darüber wollte ich zu diesem ersten Monat, nachdem ich realisiert habe, wie schnell ein Monat eigentlich umgeht, drüber reden. Und wollt ihr euch vielleicht ein paar Fragen stellen und euch vielleicht ins Video mit einbeziehen. Und in einem halben Jahr, am 2. Juli, werden wir vergleichen, wo waren wir damals und wo sind wir heute, also am 2. Juli. Quasi ein Vergleichsvideo, was ich in einem halben Jahr so tun kann. Bevor ich aber dazu komme, wollte ich euch eine kleine Geschichte erzählen und ich hoffe, ihr hört es mir zu. Ich halte nicht viel von Neujahrsvorsätzen. Zumindest habe ich das bis vor ein paar Monaten nicht viel davon gehalten. Ich habe nämlich am 31. Dezember, glaube ich, darüber gesprochen, über Neujahrsvorsätze im Stream, als wir Minecraft gespielt haben. Und Neujahrsvorsätze sind so ein bisschen so, wenn du danach googelst, siehst du im Internet, dass Neujahrsvorsätze vielleicht nichts bringen, weil sich die Leute nicht dran halten, ihre Ziele zu hoch stecken und im Februar ist eh schon wieder vergessen und der Jänner ist vorbei und deswegen fand ich den Februar eigentlich so wichtig, so hat man sich an seine Neujahrsvorsätze, die was man sich vielleicht vorgenommen hat, gehalten. Und ich habe in diesem Stream erzählt, dass ich glaube ich eigentlich recht viel von Neujahrsvorsätzen halte, weil ich glaube, dass manche Menschen ein Event brauchen. Alle zwei Tage, Dr. Busch, machen wir Sport. Ja, also ich weiß, es gibt immer Leute, die sagen, also wir haben auch davor im Stream schon ein paar Leute gegeben, die gesagt haben, ich brauche keinen Jahresvorsatz, ich brauche einen neuen Jahresvorsatz. Und unser Jahresvorsatz ist, dass wir Sport machen. Witzigerweise hat PewDiePie am Tag danach ein Video gemacht über Routinen und ich fand, das ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Video gewesen. Es gibt immer wieder Leute, und die hatte ich auch im Stream, Personen, die dann sagen, sie brauchen keine Neujahrsvorsätze. Aber ich glaube, dass man eben Events braucht, um zu starten. Ich werde dieses Jahr 30, das neue Jahrzehnt ist angebrochen. Was brauche ich mehr für Gründe, um ein routinierteres und geregelteres Leben zu führen? Und ich dachte mir, ich nehme euch da vielleicht mit. Bevor ich aber beginne, will ich euch eine kurze Geschichte erzählen, die mich damals schon ein bisschen inspiriert hat, aber ich habe es einfach damals nicht geschissen bekommen. Nämlich, viele von euch wissen ja, dass ich 2014, 15, 16 bei PewDiePie gearbeitet habe. Und als ich 2016 dann in England war, und wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich alleine gewohnt habe. Ich habe 2015 noch daheim gewohnt. Und ich glaube, im Alter von 24, 25 bin ich dann nach England gezogen. Zum ersten Mal musste ich mir meine Sachen jeden Tag selber kochen. Ich musste jeden Tag meine Wäsche selber machen. Und ich kann mich erinnern, dass ich meine Oma damals angerufen habe, weil ich es nicht wusste. Ich dachte, man muss bügeln. Aber das Ding ist, das weiß man alles nicht. Und ich kann mich erinnern, dass als wir in dem alten Büro gewohnt haben, wo wir dann rausgekickt worden sind, kann ich mich erinnern, dass ich in meinem Schlafzimmer gelegen bin und um 9 Uhr in der Früh ist der PewDiePie ins Büro gejoggt und hat gesagt, komm Michael, wir machen Sport. Super scheiße, weil ich bin um 4 Uhr in der Früh schlafen gegangen und um 9 Uhr kommt der PewDiePie hinein und sagt, wir machen Sport. Und das Ding ist aber, ich habe mitgemacht. Ich habe einen Schluck Wasser getrunken, meine Sportschuhe angezogen, die von ihm war. Er hat mir Sportschuhe geschenkt. Und wir sind am Strand laufen gegangen. Als ich dann zurück war, habe ich mir gedacht, holy shit, geht's mir schlecht. Und ich habe mir vor ein paar Monaten die Frage gestellt, warum hat er damals ein viel gesünderes, routinierteres und disziplinierteres Leben geführt, als ich heute führe. Wie gesagt, ich werde dieses Jahr 30. Ich bin 29. Der Zahn der Zeit kommt immer näher. Aber zu der Zeit war er bereits 26, 27. Wie ging das? Sind damals nicht am Abend und haben am Abend gekämpft, hat man nichts gesehen. Nee, man hat untertags geradet, man hat untertags den Leuten auf die Fresse geschlagen, ja? Der menschliche Körper ist nicht darauf aufgebaut, dass man eigentlich am Abend unterwegs ist. So, das, tausende von Jahren war man untertags, war man draußen gearbeitet, am Abend hat man geschlafen. Und seit es den Computer gibt und den Gameboys, danke Nintendo, sind wir alle nur noch am Abend wach. Oder viele von uns, oder ich zumindest noch. Oder vielleicht ihr auch gar nicht, aber auf mich und viele meiner Freunde trifft es zum Beispiel zu. Dadurch habe ich für mich den Schluss gefasst, no, no more. Wenn es der PewDiePie damals hinbekommen hat und so erfolgreich geworden ist, warum bekomme ich es nicht hin? Und meine Routine spiegelt sich in allem eigentlich wieder. Das passiert beim Aufstehen. Ich habe am Handy eine App, ich habe eine Smartwatch, die mir immer sagt, wenn ich schlafen gehe. Und meine Durchschnittsdauer ist so 3 bis 4 Uhr geschlafen. Ich stehe um 11 Uhr auf. Dadurch muss ich erstmal wach werden und dann muss ich was frühstücken. Und dann ist es 1, 2 Uhr, bevor ich eigentlich loslege. Der Stream beginnt bei mir oft schon um 16,
18 Uhr. Alles verrutscht einfach so ein bisschen und es wäre einfach viel geiler, wenn du um 8 Uhr aufstehst und früh beginnst mit allem. Ich habe mir nämlich einen Plan gelegt und ich lade euch recht herzlich dazu ein, euch vielleicht da selber mitzumachen und es einfach mal zu probieren. Und in einem halben Jahr vergleichen wir mal die Resultate. Wir ziehen das jetzt einfach mal ein paar Tage durch, vielleicht ein halbes Jahr, und sagen dann einfach, hey, hat's mir was gebracht. Mein Plan Nummer 1 ist es, früher aufzustehen. Und das ist wahrscheinlich das Schwerste für mich. Wie gesagt, ich bleibe einfach gern lang wach, weil am Abend ist einfach alles ruhiger, da kann ich mich besser konzentrieren. Ich möchte das nicht mehr, ich möchte nicht mehr um 4 schlafen gehen, da um 4 Uhr fängt der Rock zum Aufstehen an und ich gehe da schlafen. Ich bin weit weg, was die smarten, kleinen Leute alles machen. Ich bin ein Schlumpf. Ich will ein Rock sein, kein Schlumpf. Ab heute, den 2. Februar, wird um 8 Uhr in der Früh aufgestanden. 8 Uhr in der Früh aufstehen, wann gehe ich dann schlafen, fragt ihr euch. Um 0.30 Uhr. Aber es wird sich nicht nur ins Bett gelegt. Um 0.30 Uhr bis 1 Uhr wird geschlafen. Und das probiere ich jetzt und ich werde das protokollieren und ich werde vielleicht ab und zu aufnehmen. Ein halbes Jahr später werden wir sehen, wie ist es mir gegangen. Ja, also wie gesagt, vielleicht gelingt es mir vielleicht auch nicht. Wir haben jetzt den 28.01. und ich probiere mich ein bisschen einzufahren schon, weil man braucht ein bisschen, bis man reinkommt. Aber nächste Woche habe ich es hoffentlich drin. Um 8 Uhr wird aufgestanden, gefrühstückt und dass ich um 9 Uhr ready bin für den Tag. Als zweite Aufgabe habe ich mir gestellt, jeden Dienstag ein neues Video rauszubringen. Und das ist im Moment, YouTube ist einfach irrsinnig schwer für mich und ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich ein Video mache, dass es vielleicht ein bisschen abstinkt im Vergleich zum vorigen Video. Und das Gefühl habe ich auch mit dem, das hatte ich mit vorigen. Ich habe immer das Gefühl, das Einzige, was wirklich erfolgreich ist, sind so ein bisschen die Lifehacks. Und das Ding ist aber, wenn ich jede Woche ein Video machen will, dann kann ich nicht immer so aufwendige Sachen machen, sondern muss auch manchmal auf Gameplay zurückgreifen. Und vielleicht, ich würde mich einfach freuen, wenn einige von euch das gefällt, denn ich muss regelmäßig was machen, um den Kanal zu pushen. Es ist nämlich so viel einfacher, einfach einen guten Stream hinzulegen, als ein gutes YouTube-Video, weil verhältnismäßig von der Arbeit ist YouTube eigentlich gar nicht wert, aber trotzdem möchte ich nicht vernachlässigen, weil nach wie vor macht es mir Spaß. Und ich finde, auf YouTube kann man sehr viel coolere Sachen machen, als einfach nur Gaming und für sehr viel andere und interessantere Sachen, als nur Gaming. Und deswegen hoffe ich, dass ihr mir auf YouTube begleitet und mit mir hoffentlich mitstickt und seht, dass ich jeden Dienstag ein neues Video hochlade. Die Uhrzeit wahrscheinlich so 16 Uhr. Dann natürlich Mittwoch, Freitag und Samstag gestreamt. Ja, die Uhrzeiten sind immer die normalsten. Wie gesagt, das sind einfach Streams. Und ich erzähle euch das Ganze nur, damit ihr seht, was ich mir für einen Plan mache. Und vielleicht macht ihr euch selber einen Plan und schreibt sie mir unten in die Kommentare. Und zu guter Letzt, was ich mir vornehme für dieses halbe Jahr: Ich mache jetzt Sport. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ich mache Sport. Ich bin voll drin. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich nicht der krasseste Squatter bin, aber das Ding ist, ich werde zum besten Squatter. Ich war von 2010 bis 2011 täglich im Fitnessstudio und habe auch richtig gut Muskeln aufgebaut. Und das Ding ist, ich wollte gerne Sport machen, weil ich sitze den ganzen Tag daheim und ich wollte gerne Bewegung machen. Und Ring Fit hat eigentlich echt gut dafür funktioniert. Aber ich will nicht unbedingt zur Ausdauer gehen, sondern ich würde gerne einfach alles trainieren, weil Laufen macht mir nicht so viel Spaß, wie Gewichte zum Beispiel stemmen. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich eben jetzt Sport mache. Und wir haben auf Twitch vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass wir auf meinem Discord eine eigene Sportgruppe aufmachen, wo ich eine Liste erstellt habe, wo Leute sich eingetragen haben und wo Leute ihre Ziele, ihre Sportziele eintragen mit, sie haben sich vorgenommen, einfach am Tag eine halbe Stunde zu laufen oder sie haben sich vorgenommen, einmal am Tag Ring Fit zu spielen. Jeder hat sich sein eigenes Ziel gesetzt und trägt das in die Liste ein. Wenn ihr da mitmachen wollt, tragt euch gerne in die Liste ein, ist auf meinem Discord im Sportchannel angepinnt und dann könnt ihr euch eintragen und ich bin auch dabei. Das, was ich aktuell mache, ist nämlich wegen Corona, alles hat zu und witzigerweise habe ich mir vor einem halben Jahr von meinem Ex-Chef PewDiePie ein Workout-Video angeschaut, nämlich, dass er ein Dumbbell, ein Handel-Workout macht. Und dieses Handel-Workout habe ich einfach gesagt, okay, ich mache das auch. Vielleicht sagt der ein oder andere jetzt von euch, hey Kapuzo, du kopierst ja nur. Und absolut richtig, ich kopiere genau das Workout, weil ich mir dachte, ich will es auch probieren. Kennt ihr den Gronkh? Kennt ihr den Gronkh? Schaut mal bei Folge 500, ich glaube bei 7 Minuten 43. Da hat er zum ersten Mal seinen Schreibtisch gezeigt. Und darf ich euch was zeigen? Ich habe genau dasselbe Mikrofon nachgekauft. Im Jahr 2012 vom Let's Play. Und dasselbe Mischpult steht unter meinem Tisch.
Ich mache oft manchmal Sachen aus Neugierde nach. Ich hinterfrage sie nicht. 8 Jahre lang habe ich das schon. Danke, Erik. Ich mache oft Sachen, wo ich immer denke, hey, das hat der gemacht und der ist smart. Dann mache ich das auch nach, weil ich bin auch smart. Und genauso habe ich bei diesem 5-Day-Stumble-Workout von PewDiePie ein bisschen researched, was es ist. Ein paar Coaches haben darauf reagiert und alle meinten, das ist gut. Du kaufst dir diese Hantel, die schweineteuer waren, aber mit der Noah zusammen haben wir uns die gekauft und sie benutzt sie auch. Und dadurch machen wir jetzt dieses 5-Day-Stumble-Workout, was super anstrengend ist, wo ich jeden Tag, Montag bis Freitag Sport mache, Samstag ist Ruhetag. Ich verlinke euch auch dieses Workout. Wie gesagt, das macht auch der PewDiePie. Und in der Beschreibung, die Noah macht das 3-Tages-Workout, aber ich mache das 5-Tages-Workout. Ich bin grad. Im Moment sträube ich mich immer noch so ein bisschen, aber es braucht jetzt circa so um die 66 Tage, bis man eine Regelmäßigkeit reinbekommt, bis es in Fleisch und Blut übergeht. Da bin ich noch nicht. Ich bin erst im ersten Monat. Also, das sind alles meine Sachen, die ich über das Jahr machen möchte. Und jetzt frage ich euch, wenn ihr wollt, macht euch vielleicht auch eine Liste, wo wir dann in einem Jahr, in einem halben Jahr oder vielleicht, wenn wir sogar dann nach einem halben Jahr noch einmal verlängern, auf ein Jahr, und dann vergleichen wir uns. Wie war es heute? Wie war es damals? Soll ich bis zum 2. Juli meine Versprechen eingehalten haben, dann müsste ich nämlich 26 Videos hochgeladen haben. Und das ist, glaube ich, doppelt so viel, als was ich das ganze letzte Jahr gemacht habe. Ich müsste 130 Tage Sport gemacht haben. Und wenn ich 10 bis 15 Seiten pro Tag lese und ich lese jeden Tag so viele Seiten, dann müsste ich jetzt so viele Seiten bis zu dem Tag gelesen haben. Und das ist doch schon mal ein sehr gutes Ziel. Was sind eure Vorhaben? Was wollt ihr machen? Wollt ihr vielleicht Klavier lernen? Wollt ihr vielleicht regelmäßig schlafen gehen? Oder regelmäßig vielleicht lesen? Ist egal, was ihr für ein Ziel habt. Aber was habt ihr für Ziele? Und wenn ihr Lust habt, macht es mit. Schreibt es auf. Ich habe einen Notizblock, wo ich alle meine Sachen aufschreibe. Und schaut es euch nach einem halben Jahr an. Wie weit seid ihr? Wie weit hat es euch gebracht? Und wie gesagt, das sind ja alles Dinge, die wir uns vornehmen, die nicht schlecht sind, sondern wo wir wissen, lesen ist gesund, Sport machen ist gesund. Und vielleicht sind wir in einem halben Jahr krasseren Menschen, als wir heute sind. Ihr habt nichts zu verlieren. Warum macht ihr nicht einfach mit? Ich möchte dieses Video mit einem Zitat von Aristoteles, einem griechischen Philosoph, verabschieden. Nämlich, good habits formed at youth make all the difference. Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr habt noch was zu gewinnen. Und das erste Monat ist schon um. Also meine Popolets, let's go. Machen wir das. Ziehen wir das ein halbes Jahr durch. Wir sehen sich mit einer Videoantwort am 2. Juli 2021 wieder. Was bis dahin passiert ist, I don't know. Ich weiß nicht, was draußen ist, aber ich kann sehr wohl bestimmen, was mit mir passiert ist. Wir sehen uns in 6 Monaten. Bis dann. Tschüss.